Ist es erlaubt oder verboten, das Abendgebet vor dem Fastenbrechen zu verrichten? Also, wenn das Abendgebet angetroffen ist, liebe Geschwister im Islam, und der Tisch schon mit Speisen gedeckt ist, dann ist es sogar mustahab, empfehlenswert, zuerst zu essen und danach das Abendgebet zu verrichten. Denn das Gebet verlangt eine Zufriedenheit des Herzens. Ja, wenn man aber vor dem Essen im Gebet steht, findet das Herz nicht wirklich eine Zufriedenheit. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: "Idha wudi'a al-asha'u wa uqimat as-salatu fabda'u bil-asha'." Wenn das Abendgebet bereitsteht, dann beginnt zu essen, bevor ihr das Abendgebet verrichtet. Ja, also andererseits, liebe Geschwister im Islam, ist auch zu erwähnen, ist es ja auch bekannt, dass die vorzüglichste Tat die ist, das Abendgebet genau zu seiner Zeitpunkt zu verrichten. Also kannst du dein Fasten zum Beispiel kurz mit einer Dattel oder einer anderen Speise brechen und dann das Gebet verrichten. Es ist natürlich dir überlassen. Du kannst es so oder so machen, das ist beides kein Problem. Bloß am vorzüglichsten ist es zuerst zu essen und dann das Gebet zu verrichten. Wallahi ta'ala a'lam.